Sich mit dem Original-Zellinger Brunnenwasser erfrischen, das lassen sich die Teilnehmer der 27. Trinkwasserwanderung nicht zweimal sagen. Gerade bei den sommerlichen Temperaturen ist das eine willkommene Abkühlung. Bei dem Rundgang durch das Wasserschutzgebiet haben die über 300 Wanderer Gelegenheit, alles rund um das Trinkwasser in der Region zu erfahren. Wir wollten den Menschen einfach mal zeigen, wo das Lebensmittel Nummer 1, das Trinkwasser, gewonnen wird, was wir für Aktionen da zu betreiben. Wir müssen die Flächen hier schützen, wir müssen die Fassungsquellen schützen und betreiben natürlich auch Anlagen, die wir normalerweise nicht der Öffentlichkeit zeigen, aber an diesem Tag schon. Im sogenannten Zellinger Gspring geht es erst vorbei an der Riedquelle. Gemeinsam haben die Gemeinde Zellingen und die Trinkversorgung Würzburg GmbH das Renaturierungsprojekt im Gspring mit dem neu gestalteten Bach nach 2 Jahren vollendet. Hier befinden sich Wasserquellen, die von der WVV zur Trinkwassergewinnung genutzt werden. Ja, das ist hier ein Gebiet, das wir in Zusammenarbeit mit der Gemeinde wieder in einen ursprünglichen Zustand zurückgebaut haben. Das ist auch ein europäisch gefördertes Projekt. Und wir wollen den Leuten heute mal zeigen, wie man Trinkwasserschutz auch mit landschaftlicher, ökologisch sinnvoller Landschaftsflächennutzung zusammenbringt. Die Quellen bei Zellingen tragen einen wesentlichen Bestandteil zur Würzburger Wasserversorgung bei. Die Brunnen liefern bis zu 125 Liter Wasser pro Sekunde. Das sind 4,7 Millionen Kubikmeter im Jahr. Informationen, die auch die Teilnehmer der Trinkwasserwanderung interessieren. Also mich hat es selber mal interessiert, weil ich noch nie so im Detail Informationen bekommen habe über diesen Bach, über die Neugestaltung des Baches. Und das hat mich einfach interessiert. Ich finde es schön, dass es jetzt zu so einem schönen Abschluss gekommen ist und auch so viele Leute es interessiert und auch die Zellinger interessiert. Und es jetzt nicht nur für die Natur schön ist, sondern einfach auch als Erholungsgebiet, Naherholungsgebiet für die Zellinger gut angenommen worden ist. Geprüft und überwacht wird das Trinkwasser der Region im eigenen Labor. Hier werden die einzelnen Proben auf Bakterien wie beispielsweise Legionellen untersucht. Jährlich werden rund 20.000 chemische und mikrobiologische Untersuchungen durchgeführt. Damit wird sichergestellt, dass das Würzburger Trinkwasser der gesetzlichen Trinkwasserverordnung entspricht. Wir haben einfach bedingt durch die Geologie hier sehr hartes Wasser. Es sind viele Muschelkalkböden, durch die das Trinkwasser fließt. Aber es ist gutes Trinkwasser und wir brauchen wenig Aufbereitungsstufen dazu. In Würzburg und im gesamten Landkreis darf man also ohne zu zögern den Wasserhahn aufdrehen und das heimische Trinkwasser genießen. Das wurde übrigens jetzt wieder bestätigt. Die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs GmbH wurde vom Energieverbraucherportal mit dem Gütesiegel Top-Lokalversorger Wasser 2015 ausgezeichnet.